So, willkommen bei Dark Souls 2. Ihr kennt's ja. Es wurde hier nebenbei dunkler. Ich habe zwar einen Mod installiert, aber den Mod nicht aktiviert. Also beziehungsweise nie. Anders gesagt, ich habe ihn falsch installiert. Klassisch. Also es könnte jetzt sein, dass es tatsächlich ein bisschen dunkler wirkt. In manchen Belangen. Aber das soll euch hoffentlich nicht stören. Ich beginne heute hier, denn während der Abwesenheit von euch habe ich ein wenig gefarmt. Mal gucken, was der Kleine hier zu erzählen hat. Oh, ich bin noch im Upload. Ich habe rostige Münzen, 5 Stück bekommen. Das wäre jetzt mal Rufstufe 1 und ich merke gerade, ich habe was vergessen. Mist. Ich wollte was zeigen. Mist. Soll ich jetzt trotzdem? Nee, machen wir nicht. Kümmern wir uns um PvP-Kampf, den wir eigentlich gar nicht wollen, weil der Upload noch funktioniert. Na, mit Verbeugen, ohne Verbeugen, ohne Verbeugen. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich wollte ihn nur schocken. Oh, da einen schönen Hammer. Weißt du was? Du störst meine Aufnahme. Verschwinde. Sag mal. Da lernt er auch nichts draus, oder? Nein, jetzt kommt der zweite Geist. Ja gut, da muss ich mich beeilen. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit für dich. Ey. Ich habe noch gar keine saubere Leitung. Also mein Problem ist, dass jetzt im Hintergrund ein Upload ist und ich eigentlich gar kein PvP machen wollte. Das war ja klar. Hier ist ja noch nicht... Und der unfaire Kerl. Eben. Im Hintergrund ist ein Upload. Sag mal, habe ich heute eigentlich nur wieder kleine Idioten um mich rum? Der wartet doch, bis der angreift. Das war ja klar... So, du spielst also unfair. Ja gut, dann ausmanövrieren lasse ich mich auch nicht so einfach. Tja, da könnte ja jeder kommen. Nee. Aber er verfügt sich immer hinter dem kleinen Zwerg. Der ist doch unschuldig. Der kann doch gar nichts dafür. Der macht tatsächlich... Ja, weißt du was? Dann leck's mir am Arsch. Sterbe ich halt, ist okay. Ich will eigentlich nur. So. So. Ach, wieder gewonnen. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ich will hier wieder raus. Ich will ganz woanders hin. Danke. Vielen Dank. Das war ein bisschen komischer Einstieg. Ich wollte nämlich was anders machen. Wir sehen es unten rechts leider als in der Farmerei. Ich habe einen Fehler noch gemacht. Ich habe mein falsches Zeichen hinterlegt. Und das heißt, ich wurde dann beschworen. Also, ich wollte eigentlich überhaupt kein Zeichen hinterlegen, um es genauer zu sagen. Und dann habe ich ein Zeichen hinterlegt. Und dieses Zeichen wurde gerufen, bevor ich... hier wieder herkommte. Oh, mein... was wollte ich jetzt sagen? Bevor ich beschworen werden konnte im Glockenturm. So, nur um den Grafikmod mal zu zeigen. So sieht es jetzt aus. Der andere Grafikfehler ist weg. Und wir haben einen starken Unschärfe-Effekt. Der ist nicht immer schön, aber er wirkt doch eigentlich auch nicht mal so schlecht. Wir sind jetzt hier an diesem Baum zum Beispiel. So. Aber ich finde, das macht was her. Jetzt habe ich allerdings zwei Probleme. Was mache ich mit der Masse an Seelen? Und was wollte ich noch mal zeigen? I knew you. Mir ist beim Farmen dann aufgefallen, mir nützt es eigentlich gar nichts, was ich da farme, weil das ist alles in der zweiten Stufe und die... brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche die erste Stufe. Das heißt, ich muss noch herausfinden, wo die erste Stufe überhaupt ist. So, und jetzt wollte ich noch das andere zeigen. Das war nämlich die Katze.
müsste doch eigentlich die Eidstufen anzeigen. So, machen wir auf. Wo ist die Katze? Oh. Die Sprüche kennen wir leider. Glockenhüter, Rang 2. Bin ich... Nothing suited you, I presume. In dem Fall automatisch Rang 2, ohne dass ich jetzt das Item abgeholt habe. Schade. Wir gehen ganz kurz, einfach nur, damit ihr den aktuellen Stand habt. Ihr seid, wenn mich nicht alles täuscht, leider erst bei Folge 13. Also natürlich ist es jetzt in der Vergangenheit, aber einfach damit ihr mal seht, wo wir wären. Und wir wären bei 41.780.000 Tode. Was mache ich jetzt mit den Seelen? Komm, wir gehen die Katze leer kaufen. Ich bin ja wieder mal chaotisch heute. Aber ich hätte eigentlich schon noch was vor mit euch. Ich müsste nur kurz noch innerlich mir Gedanken machen, was habe ich... Oh. Wie komme ich dahin? So, wir wollen Gegenstand kaufen. Wir kaufen jetzt einfach... Ich wollte gerade sagen, kaufen wir es leer? Ring des bösen Auges. Absorbiert Trefferpunkte von jedem besiegten Gegner. Das wäre Möglichkeit 1. Silberkatzenring verringert Fallschaden. Das ist Möglichkeit 2. Rotaugenring von Feinden leichter entdeckt. Das muss ein Beschreibungsfehler sein. Der verfluchte Ring zeigt ein Dämonenauge. Der Träger wird leichter von Feinden entdeckt. Nee, das ist kein Schreibfehler. Wenn ihr Ruhe sucht, hättet ihr euer Zuhause lieber niemals verlassen sollen. Wenn ihr Hader sucht, schön und gut, aber betreibt es nicht. Leichtere Verbindung zu Spielern mit selben Gott. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein PvE-Ring sein, oder? In diesem besonderen Ring kann der Name eines Gottes graviert werden. Ihr könnt leichter zu Welten von Spielern Verbindungen aufnehmen, die sich für denselben Gott entschieden haben. In den Ruinen von Drangelic gibt es zahllose rudimentäre, lange vergessene Götter. Rudimente, so heißt es. Vielleicht sind dies aber auch dieselben Götter, die wir kennen, jedoch unter einem anderen Namen. Also, wenn sich zwei jetzt den Ring kaufen würden, denselben Gott nehmen, würde ich jetzt sagen, dann könnten sie sich einfacher finden. Dieser Ring wurde von Roy, dem Entkunder, getragen. Ihr hört die innere Stimmen der Gegner, die euch umgeben. Dies ist nützlich beim Aufspüren verborgener Feinde und vielleicht auch für ein paar andere Dinge. Das hört sich interessant an. Den kaufe ich und dann kaufe ich noch den. So. Satisfied? I'll be around if you ever come back. Nicht wirklich zufrieden, aber ich muss ja. Jetzt gehen wir mal bei dir noch schauen. Oh, hello again. Ich glaube, bei dir muss ich ein bisschen einkaufen, damit du was machst. Ich frage mich allerdings, was soll ich kaufen? Gibt's was... Was du einzigartig anbietest? Eine Falknerrüstung. Ja, aber bei dir werde ich nicht einzigartig. Nee, mir stinkt's, komm. Ich behalte mir das noch offen für. Sollte ich jemals ein Playthrough machen? Komm, dich brauche ich nicht. Stattdessen nehmen wir Ring des Geflüsters. Ich bin tatsächlich schneller. Okay. Bearer of the Lest. Wollen wir doch noch aufsteigen, wenn ich es nicht wirklich möchte. Und zwar nehmen wir. Moment mal ganz kurz, bevor ich aufsteige. Das ist ja wieder eine Fehlplanung heute. Wo sind wir denn? Wir wären hier. Du hast. Doch, ich muss sagen, ich habe das heute im Griff. Das könnte interessant werden. Hä? War ich schon so lange nicht mehr hier? Ich möchte eigentlich sehen... Nee, das, in dem Fall muss ich das anders lösen. Schade. Ich möchte eigentlich sehen... CC. Ja gut, dann spielt es keine Rolle. Bearer.
dann würde ich sagen, wir steigen auf in Form von... Machen wir einfach mal Wille. Oder... Nee, machen wir nicht. Ich mache es mir zwar ein bisschen selber einfacher, aber... Schau mal, wie es hier so aussieht. So. Ich habe so viel PvP gemacht. Ich möchte ein wenig Leben ausbauen. Dann gehen wir nochmal in den Turm. Das ist das letzte Mal, wenn ich jetzt den Turm wiederfinde. Das ist hier. Denn jetzt will ich noch die zweite Belohnung abholen. Ich war mir nur unsicher, ob es die erste Belohnung auch gibt. Dann kann ich die nämlich im Guide nachführen. Dann ist nämlich die Rang 1 Belohnung diese 5 Münzen. Und die Rang 2 Belohnung wird die graue Scholle sein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich wieder angegriffen. Aber eigentlich sollte vielleicht der Upload jetzt beendet sein. Hm, die Tür... Ja, ich werde schon wieder angegriffen. Mist. Hackt sie in Stücke und bringt mir ihre Köpfe. Ah, und da kommt die Titanjolle. Ich hoffe, ich komme nochmal zum Sprechen. Kommt er? Ah, lässt mich in Ruhe. Verborgene Waffe. Oh, neues Ding. Ist es jetzt der Ring oder ist es... Interessant. Hey, du bist doch ein... Ein Arsch. Der Zwerg ist immer noch am Reden. Na, was machst du? Mach nicht den Fehler. Du machst einen Fehler. Du machst ihn. Ich spür's doch. Ja, du machst ihn. Nee. Verschwinde. Du störst meine Aufnahme. Ach, jetzt willst du doch abhauen. Jetzt willst du zum anderen, oder wie? Bist eine Feige. Ist wieder so ein feiger Spieler hier. Bleib doch hier. Du gewinnst ja eh. Und ich wollte kein PvP machen eigentlich. Tut mir leid, ich muss das wieder eine PvP-Folge uploaden. Ist eigentlich mühsam. Ich wollte hier nur die Belohnungen abholen. Ja, und da oben ist der Zwerg. Ich glaube, das ist tatsächlich der Ring, der hier so lärmt. Lass mich raten, du nimmst nachher ein Wunder und du heilst dich. Du bist doch sicher so einer. Nee, noch viel schlimmer. Das ist der Zwerg. Ach. Du scheiß Zwerg. Nur wegen dem Zwerg, ey. Der Zwerg. Ah! Ich hasse es, PvP-Kämpfe so zu verlieren. Und du bist... Das ist... Du Mistkröte von einem Zwerg, ey. Da könnte ich jetzt echt... Also da werde ich sauer. Ich hätte den Kampf so im Griff gehabt. Ach, da könnte ich jetzt. Also, zum Glück bin ich aus dem Alter raus, wo ich die Gamepads rumschmeiße. Aber hey, das ist doch... Also, naja. Jetzt muss ich wieder hin meine Seelen holen. Kann ich jetzt endlich dem Dialog folgen?
Na, noch geht's. So. Ja, ja. Okay, schade. Natürlich war es jetzt wieder Pleiten, Pech und Pannen. Also tatsächlich, das ist vom Spiel. So, jetzt lass mich wieder raus. Das ist tatsächlich vom Spiel. Ich behalte einfach den Ring mal an. Das wird jetzt sehr komisch. Vermutlich gewisse Spielerlebnisse, vor allem, weil ich hier eigentlich noch gar nicht das Spiel kenne. Das heißt, ich überrasche mich jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen selber. Wir gehen hierher. Und hierher. Oh, oh, Moment mal, das war, glaube ich, der falsche Ort. Oder? Mal gucken. Ich wollte eigentlich da weitermachen, wo ich das letzte Mal verzweifelt bin. Nee, es ist der richtige Ort. Sehr gut. Beten wir noch kurz an. So. Hier bin ich ja letztes Mal verzweifelt. Und mal gucken, ob ich es jetzt besser kann. Moment. Ah ja, gut, das ist logisch. Nee, ich sehe es. Ich gehöre natürlich noch dem Mond an. Ich dachte gerade... Und da fällt mir wieder was auf. Wenn wir den Ring tragen... Ich kann dir nachher zeigen. Ich werde es nachher zeigen. Da ist er. Einen sollte ich doch auslösen. Laut Erinnerung. Wow! Nein! Wieder eingeklemmt. Ja, gehen wir zum Leuchtfeuer. Wenn ich da sterbe, bin ich wenigstens nahe. Die sind nicht schlecht, die Kerle hier. Ist der ausgewicht? Wow! Oder sah das nur so aus? Oder war zufälligerweise die Landschaft gerade so? Oder ist intelligenter, als ich dachte? Ich glaube nicht, dass ich die mit einem Trittangriff aus der Balance bringen kann, aber ich kann es ja nachher mal probieren. Und auch ein Doppelangriff ist nicht von Erfolg gekrönt. Auch das werde ich zukünftig bleiben lassen. Ich muss ja den Gegner noch kennenlernen. Ein wenig. Da hinten müsste noch einer sein. Der macht den Rückwärtsschritt, oder? Faszinierend. Ich glaube, letztes Mal bin ich links durch. Habe ich den Bogen noch ausgerüstet? Jawohl. Dann machen wir Zielübungen. Okay. Ach, jetzt. Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie man die Munition wechselt. Versuchen wir es. Den möchte ich loshaben, da kann ich vermutlich da hinten nach hinten. Genau. Dann würde ich hier wieder... Ich kann zwar hier nach hinten, aber das ist noch nicht... Lass mich raten, es reicht jetzt genau nicht, oder? Natürlich reicht es nicht. Dann halt doch noch mal. Ich fühle mich doch recht unbeholfen mit dem Bogen. Ich benutze den zu wenig. Okay. Versuchen wir es. Ich habe so Angst vor diesem Spiel. Menschenbild und Blutungsserum. Blutungsserum? Kennen wir das schon?
Rettungsserum. Das kennen wir noch nicht. Das ist das hier, oder? Ein Behälter mit fleischfressenden Pflanzensekreten. Verleiht der Waffe der rechten Hand Blutungseffekt. Wow. Maximale Trefferpunkte blutender Feinde werden vorübergehend gesenkt. Jetzt muss ich nur eine passende Waffe finden. Versuchen wir es mal mit dem großen Kerl hier. Okay, links haben wir Fässer. Das heißt, ich müsste... ein lustiger Kampf. Versuchen es trotzdem. Du bist ein Riesending, hey. Willst du nicht angreifen, oder? Scheint sich nicht zu bewegen. Boah, und Leben hast du. 319 Leben. Das gibt ein längerer epischer Kampf hier. Und ich verstehe dich noch nicht ganz. Kann man hier einen Schweifen? Schlagen. Du hast eine Drachenanimation. Gleich nochmal schauen. Okay, komm. Nein, das war nicht der Schwein. Was? Na komm. Solange ich noch weiß, wo du bist. So. Bei dir waren wir. Wir zwei haben noch ein Wörtchen miteinander zu reden. Nein, nicht ihn. Ich will den Schweif. Oh. Sehr schnell das Ding. Das geht in die Lebenstränke. Nein, das war schlecht. Aber ich habe das Gefühl, der Schweif hinten zählt doch nicht als eigenes Objekt, weil ich schlage zwar darauf ein, aber ihr habt es jetzt gerade gesehen. Irgendwie wird es doch nicht gezählt. Da wäre eigentlich fast zu einfach, runterzuschlagen. Gift, nicht gut. Ich glaube, das sind Schläge in der Brust, oder? Die sehen nur so aus, als wären sie woanders. Okay. Ich würde sagen, Schweif gibt's nicht. Oder doch? Versteinerter Drachenknoten. Knochen! PvP ist nie gut für mich. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Das ist doch das, wo das Leuchtfeuer vergrößert wird, oder nicht? Bin gerade geistig nicht besser aufnahmefähig. Genau. Das wollte ich eigentlich mal irgendwann ausprobieren. Erinnert mich daran,
dass ich Pfeile einkaufen sollte. Denn natürlich möchte ich alles hier wissen. Jetzt nochmal irgendein Fass. Das gibt den Worten, mach kein Fass auf, eine ganz neue Bedeutung. So. Und ich finde es noch interessant, wie sie es architektisch gelöst haben. So, dass man immer wieder Pfeile verschießen kann. Hier ist schon mal nix. Da ist auch nix. Varus Wahrheits, was das auch immer heißt. Seele eines tapferen Kriegers. Also, es ist ja wieder mal ein positiver Starter. Sehen wir was im Fass? Irgendwie traue ich diesen beiden Fässer nicht. Hey. Boah. Das sah jetzt einfach zu sehr nach einer Falle aus. Lass mich raus hier! Ach, alles klar. Dann, gehen wir zuerst wieder mal dich erledigen. Hört ihr die Atmung nie? Schlagen wenig auf den Baum ein. Mal gucken, ob der reagiert. Du hast so eine riesen Axt. Kannst auch Baumfäller spielen. Ach, weißt du was? So! Ja, hier hinten scheinen wir alles zu haben. Irgendwas gurt hier. Ist das hier unten? Okay, das ist mal einer der Möglichkeiten, wie wir uns noch weiter bewegen könnten. So. Ist da was? Nein. Und das Goren könnte von überall herkommen. Ach, da geht's zur Höhle. Alles klar. Lebenstein. Davon habe ich in der Zwischenzeit wirklich genug. Also natürlich kann man nie genug haben, aber gut gerüstet, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar gut gerüstet im Sinne von 25 Lebensteine, also das reicht ein gutes Weilchen. So. Tree Clubs, Schlangen-Ding haben wir auch schon. Schlangenbasti kennen wir auch schon von woanders her. Da ist wieder irgendwo. Da ist es. Ich muss nur schauen, dass ich nicht überrascht werde von hinten. Das ist nämlich nicht so toll. Nein. Mist. Hier so einer. Der versperrt mir auch den Weg. Also ich muss irgendwie einen Zauber haben oder später haben, wie ich die entzaubern kann, weil das ist ja nicht normal. Was sind die? Okay. Hier komme ich aber nicht rein, oder?
Also da wäre ein interessantes Fass, aber ich komme da nicht ran. So, auf den ersten Blick. Ich wüsste nicht wie. Ach, lassen wir es noch bleiben. Schauen wir zuerst weiter. Gefällt mir die Gegend hier. Habe ich ja schon gesagt. Also überhaupt das ganze Stück, auch wie wir hierher gekommen sind, war äußerst eindrücklich. Das ist auch wieder so ein Ort, wo es nach Falle schreit. Okay. Scheint es weiterzugehen. Ist ja wieder ein sehr offenes Gebiet hier. Gehen wir zuerst mal schauen. Hier abzuholen könnte tödlich sein. Bekannte letzte Worte. Und hier ist ein Blutfleck. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Hä? Abgerollt? Oder wie bist du gestorben? Ach, das waren zwei Türme. Alles klar. Seele eines tapferen Kriegers und Skeptikergewürz. Dass du hier nicht gestorben bist, staubt mich jetzt. Ah, da ist ein anderer gestorben. Alles klar. Was sehen wir sonst noch? Ist ein Höhleneingang? Nee. Sieht nur so komisch aus, oder? Schöne Gegend. Die Frage ist jetzt zuerst nach oben. Nee, ich würde sagen, wir machen zuerst noch den normalen Weg. Also normal, ich weiß nicht, was hier normal ist, aber... Wow! Wow! Einen Riesenschreck bekommen, hey! Das war aber nicht die Truhe. Das ist schon eher die Truhe. Drück mir die Daumen. Wie ich einfach keine einzigen Truhe mehr traue. Zielflug Seelenmasse. Neuer Zauber, das wäre... Hier und dann... Hier. Und dann... Hier. Mehrere Seelenmassen erscheinen über dem Kopf. Nach dem Abschuss werden die Ziele angepeilt. Das heißt, dieser Zauber sei von einem Meisterzauberer entwickelt worden, doch sein Name ist lange vergessen. Wir hatten noch was. Verborgene Waffe. Ein Zauber, dessen Entstehung jenseits aller Erinnerungen liegt, lässt die Waffe in der anderen Hand unsichtbar werden. Der effiziente Einsatz dieses Zaubers ist, wie bei jedem Werkzeug, abhängig von der Geschicklichkeit des Werkers. Ich mache eine kleine Sicherheitspause. Ich habe das Gefühl, ich wäre schon über eine halbe Stunde. Aber ich habe kein Zeitgefühl im Moment. Wir würden also in dieser Höhle weitermachen, die sich ja als Falle erwiesen hat. Vielleicht ist es auch eine Falle. In diesem Sinne, nächste Episode. In dieser Dunkelheit, in diesem komischen Gebiet, das mir aber sehr gefällt. Auf bald wieder. Danke fürs Zusehen.